Grüße euch, meine lieben Freunde. So oder so ähnlich werde ich regelmäßig gefragt, wie bete ich, in welchem Namen bete ich, zu wem bete ich, wie bezeichne ich Gott, wie bezeichne ich Jesus und wie bezeichne ich den Heiligen Geist. Nun, ich bin ein eher praktischer Mensch und versuche die Dinge aus der Praxis her zu begreifen. Wir mit meiner Frau haben 6 Kinder. Und unsere Kinder sind im unterschiedlichen Alter. Und ich habe gemerkt, dass sie ein Alter hatten, oder sie kommen manchmal in ein Alter, wo sie dich komisch bezeichnen. Cousinen und Cousins von denen, die Kleineren, die bezeichnen mich als den großen Peter. Weil ich einen Sohn habe, der heißt auch Peter. Und um keine Verwechslung zu haben, sagen sie zu mir großer Peter. Meine Kinder haben dann irgendwann angefangen, mich auch als großer Peter zu bezeichnen. Gut, ich meine, ich als Vater war am Anfang irritiert, dachte, was ist jetzt los? Ich war Papa und jetzt bin ich plötzlich großer Peter. Aber wenn sie mich rufen, im ersten Moment bin ich irritiert, aber dann verstehe ich, okay, er kommt zu mir, er meint mich und dann rede ich mit ihm. Ich sage doch nicht, du, Philipp, du hast zu mir jetzt Papa Peter gesagt, jetzt brauchst du mit deiner Frage nicht zu mir kommen, du musst mich richtig anreden. Ist so ein Quatsch, oder? Also ich... Und wenn er mich anreden würde, Herr Papa oder so, ich wäre im ersten Moment irritiert, aber ich würde wissen, wen er meint und dann klar höre ich seine Antwort, seine Frage an. Deswegen ist es für mich eher eine Sache von Beziehung. Es geht ja nicht darum, wie ich jemanden betitle oder welchen Namen ich jemanden gebe, sondern es geht auch darum, dass ich Beziehung zu ihm habe. Und für mich ist es, dieses Beispiel mit Kindern sehr deutlich. Und wenn sie mich manchmal komisch rufen, dann frage ich nach, meinst du mich oder meinst du Opa, weil Opa heißt auch Peter. Da kommen wir schon ein bisschen durcheinander. Aber wenn ich dann verstehe, um was es geht, dann weiß ich, okay, er meint mich. Also ich denke, dass wir uns über diese Sachen keine sehr großen Gedanken machen müssen. Und einfach Beziehung aufbauen sollen. Und wenn ich am Anfang noch nicht so ganz richtig verstehe, wie ich Jesus bezeichnen soll, wie ich Heiligen Geist bezeichnen soll, wie ich Gott bezeichnen soll, wie ich zu Gott beten soll, durch Jesus im Heiligen Geist, dann bete doch einfach in die Mitte. Die Dreieinigkeit und diese Namen Gottes, das ist ein Streitthema seit Jahrhunderten gewesen und ist es immer noch. Und deswegen denke ich, viel wichtiger ist Beziehung. Beziehung aufbauen mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus Christus. Ich bete immer so, ich bete zu Gott durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist mein Ansatz. Ich bete einfach in die Mitte hinein. Und da ich glaube, dass Gott viel, viel größer ist als ich und viel weiser und viel klüger und viel mehr Eigenschaften hat als ich, weiß ich, dass er das Gebet richtig zuordnen kann, wer mich erhört und wer die Antwort schicken wird. Ich glaube an diesen dreieinigen Gott. Ich glaube daran, dass er Gebete erhört. Aber ich habe Schwierigkeiten damit zu sagen, Gott erhört Gebet nur dann, wenn du diese Formel sprichst. Das ist, dann erhört Gott auch. Gott kann alles erhören. Aber wenn ich sage, du musst nur so beten und nur so erhört dich Gott, damit habe ich ein Problem. Gut, wünsche euch Gottes Segen, alles Liebe, schönen Tag für heute. Bis bald.